noch zwei Begriffe. Ich hoffe doch mal, dass zumindest der eine von beiden Begriffen Ihnen eigentlich klar ist, aber ich möchte, dass wir alle wirklich über dieselben Sachen reden. Also ich will nur ganz kurz diese Begriffe nochmal nennen. Es geht einmal um den Betrag und es geht um die Gauß-Klammern. Gibt es auch keine besondere Überschrift, das heißt einfach Betrag und Gauß-Klammern. Nur weil das immer mal wieder auftaucht, ist aber sonst kein großes Geheimnis dahinter. Mit dem Betrag meine ich einfach das hier, dass man an so eine Zahl solche Striche ranmacht. Und Betrag heißt ja einfach, ganz platt gesagt, wir lassen das Vorzeichen weg, ne? So ist das gemeint. Also der Betrag von 5 ist 5 und der Betrag von minus 5 ist auch 5. Also eine Möglichkeit, sich den Betrag vorzustellen, ist, das Vorzeichen der Zahl wird weggelassen. Und die zweite Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist, dass man sagt, der Betrag misst den Abstand vom Nullpunkt. Wenn Sie die Zahl sich irgendwo auf dem Zahlenstreif vorstellen, dann ist der Betrag immer der Abstand vom Nullpunkt, weil ein Abstand ja immer was Positives ist. Diese Vorstellung Abstand vom Nullpunkt ist ganz hilfreich, weil wenn wir im nächsten Semester uns mit komplexen Zahlen beschäftigen, das dann immer noch stimmt. Bei komplexen Zahlen redet man auch vom Betrag. Da gibt es bloß in dem Sinne nicht mehr sowas wie positiv und negativ. Trotzdem ist der Betrag immer noch da und der ist dann der Abstand vom Nullpunkt. Man kann den Betrag auch definieren, wenn Sie wollen. Falls Sie sowas mal stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Computerprogramm und Ihre Programmiersprache hat die Betragsfunktion nicht. Dann können Sie das so definieren: Der Betrag von x ist definiert durch eine Fallunterscheidung, also sowas wie ein if-then. Der Betrag von x ist x, wenn x größer gleich 0 ist und der Betrag von x ist minus x, wenn x kleiner als 0 ist. Das heißt, in Ihrem Programm hätten Sie jetzt so eine Fallunterscheidung: if x größer gleich 0, return x, else return minus x. Das ist das, was im Prinzip da steht. Sie müssen bei solchen Fallunterscheidungen immer nur aufpassen, dass Sie auf der rechten Seite Bedingungen schreiben, die sich wirklich gegenseitig ausschließen. Nicht, dass nicht klar ist, in welchem der Fälle Sie landen. So, das ist der Betrag. Wie gesagt, das sollten Sie alle schon mal gesehen haben. Etwas, was Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, was aber immer mal wieder auch in der Informatik vorkommt, sind die sogenannten Gauss-Klammern. Die Gauss-Klammern sind eine Möglichkeit, aus irgendeiner reellen Zahl die naheliegendste ganze Zahl zu machen. Wobei das ja nie so ganz klar ist, was die naheliegendste ganze Zahl ist. Das kann ja die nächstgrößere oder die nächstkleinere sein. Also einmal gibt es die Möglichkeit zu runden. Viele Programmiersprachen haben auch solche Funktionen wie Round oder sowas. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in eine bestimmte Richtung hin abzuschneiden. Also einmal könnte man sagen, die nächste ganze Zahl links auf dem Zahlenstrahl oder man könnte sagen, die nächste ganze Zahl rechts. Und dafür gibt es eine Schreibweise, die weit verbreitet ist. Man schreibt dann das hier, man macht da so eine Art Dach drüber. Damit ist gemeint die nächste ganze Zahl rechts. Oder man schreibt die Zahl hin und macht da unten so ein, ja, das Gegenteil von so einem Dach hin und schreibt das so hin. Dieses hier, wenn das in Programmiersprachen auftaucht, bezeichnet man häufig auch als Ceiling. Und dann gibt es manchmal so Funktionen, die heißen Ceil oder sowas. Und entsprechend nennt man das hier Floor. Und da gibt es auch in manchen Programmiersprachen solche Namen wie Floor oder sowas. Und ist aber anschaulich völlig klar. Anschaulich ist die folgende Vorstellung: Sie haben hier Ihren Zahlenstrahl. Und Sie haben zum Beispiel so eine Zahl wie, nehmen wir mal, x ist die Zahl 2,2. Dann ist gemeint mit Ceiling von x die nächste Zahl rechts. Also in diesem Fall Ceiling von 2,2 ist dann 3. Also ich gehe so lange nach rechts, bis ich eine ganze Zahl getroffen habe. Und entsprechend ist mit Floor von x das gleiche in Richtung nach links gemeint. Die nächste ganze Zahl links. Aufpassen muss man nur, wie das dann jeweils zu interpretieren ist bei negativen Zahlen. Ich meine das so und die meisten Mathebücher meinen das so, dass das genauso, wie ich das eben sagte, es geht nur darum, ob man nach rechts oder nach links
zieht. Bei Programmiersprachen besteht nicht unbedingt Einigkeit. Da müssen Sie in der Doku nachgucken. Manche machen das so, manche machen so. Also wenn ich jetzt hier stattdessen die Zahl minus 2,2 nehme, die liegt ja hier, y gleich minus 2,2, dann kann ich mich fragen, was ist Floor von y? Und nach meiner Definition ist das nach rechts gehen. Also ist Floor von minus 2,2 die Zahl minus 2, die nächste Zahl, die rechts liegt. Und jetzt habe ich Floor gesagt, aber ich meinte Ceiling, Entschuldigung. Also Deck. Ja. Und Floor von y ist die Zahl nach rechts, die kommt, wenn ich nach rechts gehe. Das wäre also minus 3. Also hier in diesem Fall ging es um diese beiden Grenzen, die rechts und links davon liegen. Und im anderen Fall geht es um diese beiden Grenzen hier, die rechts und links davon liegen. Und ich hatte jetzt gehofft, dass irgendjemand von Ihnen fragen würde, was ist, wenn x selbst schon eine ganze Zahl ist? Das muss man sich ja auch fragen. Also was soll denn zum Beispiel Floor von oder Ceiling von 4 sein? Das ist natürlich 4. Also dieses nach rechts gehen nicht zu wörtlich nehmen. Wenn Sie schon auf einer ganzen Zahl drauf sind, dann gehen Sie nicht noch einen ganzen Schritt nach rechts zum nächsten, sondern Sie nehmen die, auf der Sie drauf sind. Und das ist auch dasselbe wie Floor von 4. Also wenn Sie auf einer ganzen Zahl drauf sind, dann kommt in beiden Fällen tatsächlich dasselbe raus. Und das gilt auch für die negativen Zahlen, ne? Aber auch das, selbst wenn Sie das noch nie gesehen haben, ist das hoffentlich irgendwas, wo Sie nicht lange drüber nachdenken müssen. Und ich finde auch in diesem Fall ist die Schreibweise relativ suggestiv. Also Floor, der Fußboden, das geht wirklich nach unten, da mache ich die Zahl sozusagen höchstens kleiner. Und Ceiling geht nach oben, da mache ich die Zahl höchstens größer. Mal ganz kurz, also 42 ist eine ganze Zahl, darum ist Floor 42 dasselbe wie Ceiling 42, jeweils 42, minus, minus, 42 minus 42 ist natürlich 0. 7 Achtel ist eine Zahl, die zwischen 0 und 1 liegt. Wenn ich die abrunde, was ja Floor macht, kommt 0 raus. Und wenn ich die aufrunde, wenn ich nach rechts gehe, kommt 1 raus. Minus 7 Achtel ist eine Zahl, die zwischen 0 und minus 1 liegt. Wenn ich die also ein bisschen kleiner mache, dann kommt minus 1 raus. Und wenn ich die ein bisschen größer mache, dann kommt 0 raus. Und hier haben wir 3 halbe und 2 Drittel. 3 halbe liegt zwischen 1 und 2. Wenn ich die ein bisschen größer mache, ist das 2. Und 2 Drittel liegt zwischen 0 und 1. Wenn ich die ein bisschen größer mache, ist das 1. Also habe ich 2 mal 1 ist 2. Und hier mache ich sie beide ein bisschen kleiner. Dann wird aus der Zahl, die zwischen 1 und 2 liegt, 1. Aus der Zahl, die zwischen 0 und 1 liegt, 0. Also habe ich 1 mal 0 ist 0. Und hier mache ich die Zahl, die zwischen 1 und 2 liegt, ein bisschen kleiner. Also wird da 1 draus. Und die Zahl, die zwischen 0 und 1 liegt, ein bisschen größer, also wird da auch 1 draus, also habe ich einmal 1, ist 1.